Ach, wolltest du das jetzt rauscutten, oder was? Mit dem Schurz. Ja, klar, cutten wir das raus, Digga. Hi Leute und herzlich willkommen zu Coin to Fish, einem relativ neuen Browser-Game auf der Binance Chain. Und da ich selber von dem Spiel so gut wie gar keine Ahnung habe, habe ich mir den lieben Evil dazu geholt. Er spielt das Spiel jetzt schon. Hallöchen. Ja, genau. Hi Evil, grüß dich erstmal. Und ja, er spielt das Spiel jetzt schon was länger. Kann sich jetzt aber auch kurz selber vorstellen. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, dann erzähl doch erstmal was von dir und wie lange du das Spiel schon spielst. Ja, hi Leute, ich bin der Evil und spiele das Spiel momentan seit 18 Tagen. Bin vor 18 Tagen mit einem BNB gestartet. Und habe erstmal am Anfang das Projekt gemacht, wie funktioniert das Spiel überhaupt? Lohnt sich das Angeln, wo man halt Zeit investiert? Oder kauft man sich Eier, kauft man sich einfach die Fische, füttert die dann hoch? Vom Prinzip her ist Coin to Fish nichts anderes als du besitzt Fische, die fütterst du alle 4 Stunden und dadurch, ja, verdienst du Korallen und diese Korallen kannst du wiederum auch dann auszahlen. Okay, cool. Genau, dann zeige ich euch einfach mal hier die Fische, die ich besitze. Ich habe Ah, jetzt das sind schon. einen Haufen Low-Level-Fische, sage ich jetzt mal. Das sind alles nur Kammen und Ankammen, aber relativ gut hochgefüttert schon. Dort gibt es natürlich auch noch andere Fische, wie zum Beispiel hier die Legendaries, wo die direkt 745 Korallen kosten. Oder hier die epischen Kosten 415 Korallen. Und das stuft sich halt pro Rarity quasi runter, bis man hier bei den Muscheln und bei den kleinen Guppies ankommt, die bei 69 bis 75 etwa liegen momentan. Und ja, also die Möglichkeit, um diese Fische zu erlangen, ist eigentlich nur, du kaufst dir Eier, Rare Eggs oder Simple Eggs. Oder du kannst die zu einer gewissen Drop-Chance hier beim Angeln gedroppt bekommen. Zu einer 0,09%igen Chance ein normales Simple Egg oder zu 0,01% ein Rare Egg. Und ja, da stellt sich halt jetzt auch schon die Frage, wollt ihr Eier kaufen? Wollt ihr versuchen zu angeln? Wollt ihr direkt zum Marktplatz gehen und euch dort die Fische kaufen und dann das Futter nur angeln? Ja, steht euch halt komplett offen hier jetzt momentan. Okay, das waren schon mal viele Informationen, danke schon mal dafür. Und ja, sollen wir einfach mal ein paar Fragen abarbeiten, die ich vorbereitet habe? Sehr Dass gerne. erstens ich und auch die Leute, die auch dieses Spiel noch nicht kennen, einen ersten Eindruck davon bekommen. Sehr gerne doch. Wir machen es einfach mal ganz simpel. Wenn ich in das Spiel einsteigen will, was brauche ich konkret? Was brauche ich an Kohle? Brauche ich Kohle? Und ja. Ich hatte jetzt gerade schon bei dir gesehen, du hast einmal die Möglichkeit, Eier zu kaufen oder die Angel an sich, ne? Oder Fische oder direkt Fische zu kaufen. Und ja, da würde mich dann einfach mal interessieren, was braucht es, um mit dem Spiel zu starten? Also vom Prinzip her, wenn man sich hochrechnen würde und man starten wollen würde, könnte man sich Angeln kaufen und eigentlich bei der allerersten Angel schon direkt einen Fisch kriegen. Aber da das relativ unwahrscheinlich ist, kann man eigentlich für 20 Dollar oder 21 Dollar momentan, kann man sich eine Muschel holen oder wenn man Glück hat auch für 17, 18 Dollar, falls einer den richtig günstig reinsetzt. Und dann kann man halt schon anfangen. Hier Daily Reward kann man sich auch jeden Tag holen. Gibt zum Beispiel einen Apfel. Wer jetzt zum Beispiel bei meinem Ankommen hier einmal füttern. So, der ist jetzt schon mal wieder für die nächsten 4 Stunden bedient. Und Ah, hat mir okay. jetzt schon wieder ein bisschen was an Korallen dazugegeben. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wie viel war das jetzt ungefähr? Hast du Ich das? würde jetzt direkt über den Ah nächsten, ja, genau, dann können sehen wir wir es gleich mal das. sehen. 0,613 und das wären momentan ja 22 Cent, 24, 23 Cent etwa. Aber das kann man halt 6 Mal am Tag machen und so läppert sich das Geld. Also sehr cool. Also du kriegst immer
in dem Prozess, während du die Fische fütterst, verdienst du Korallen. Genau. Okay. Auch nur auf diesem Wege, ne? Genau, nur auf diesem Wege. Du könntest natürlich auch durch Angeln, wie ich Ihnen jetzt mal zeigen werde. So. Genau, weil meistens fängt man mit dieser Angel keine Fische, sondern Futter für die Fische, richtig? Genau, nur das Futter. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die es hier jetzt zu fangen gibt. Zum Beispiel die Pumpkinsuppe. Bringt zum Beispiel jedes Nahrungsmittel bringt eine andere XP-Klasse. Das Seaweed bringt 5%, ein Apple bringt 10%, Bread 15% und die Pumpkinsuppe bringt 20%. Dadurch kannst halt deine Fische auch wieder schneller leveln und desto höheres Level die sind, desto mehr Korallen geben die dir auch. Okay. Und hier gibt es zum Beispiel noch den Bonespine und damit kannst du eigentlich deine Fische hungrig machen. Sprich, du bräuchtest 2 Bonespine, um deinen Ankommen, ich glaube, einmal um 2 Stunden war das zu füttern. Und wenn du einen Kammen hättest, bräuchtest du für einmal wieder füttern, ich glaube, du brauchst nur 2 Stück. Müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, habe momentan leider keine. Okay, das heißt, du kannst diesen Hungerprozess verkürzen und dadurch dann wieder mehr Korallen generieren, ne, in der Zeit. Genau. Ja, okay, verstehe. Aber hauptsächlich benutzt man das, wenn man sich einen Fisch gekauft hat, damit man den einfach dann zu seiner richtigen Fütterzeit anpassen kann. Ah, okay, ja. Damit man sie alle parallel füttern kann. Genau, bei mir war das so, ich hatte zum Beispiel, alle meine Fische waren jetzt, hatten nur noch 5 Stunden, bis ich zum nächsten Mal füttern wäre, weil ich fütter alle 8 Stunden. Und dann hatte ich halt einen Fisch, der gerade, den ich mir frisch gekauft hatte, der hatte nur 8 Stunden, habe ich mit den Bonespine so runtergefüttert, dass ich eigentlich quasi keinen Futterzyklus unterbrochen hatte. Mhm. Dass ich dann alle schön morgens um 8:30 und so weiter füttern konnte. Ja. Und in welchem Rhythmus? Im 8-Stunden-Rhythmus muss ich füttern, richtig? 8-Stunden-Rhythmus, genau. Und dann jeweils doppelt. Okay. Ist eigentlich ganz angenehm. Es dauert maximal am Tag, wenn man sich das Futter kaufen würde, erstmal nach 10 Minuten, 15 Minuten ist man dann durch. Okay, sterben Fische, wenn man sie nicht füttert? Bleiben einfach bestehen. Kann man auch als Wertanlage benutzen. Die Fische haben jetzt auch in den letzten Tagen und letzten Wochen, glaube ich, um 20% an Selbstwert gesteigert. Ich habe die sonst immer für 34, 33 Dollar gekauft und jetzt gehen die auch schon wieder für 40, 41 Dollar weg. Die Level, die Ankommens. Ja, okay. Kann man auch hier schön sehen. Preise. Momentan liegt der Kurs bei 33 Cent, Dollar Cent. Und da liegt hier so etwa bei 23 Dollar eine Muschel. Aber die kann man auch für günstiger schießen, für 65. Immer dementsprechend gucken, wie der Kurs momentan ist. Okay, also eine Koralle entspricht einem Token. Ne, genau. Konterfisch. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch was Besseres als die normalen Fische, die man aber hauptsächlich nur aus den Rare Eggs bekommt. Und das sind Chroma-Fische. Ja. Und die Chroma-Fische, die sind genauso wie alle anderen Fische, nur dass sie anders aussehen und mehr Prozente geben. Also und eventuell später, was noch nicht feststeht, vielleicht ein PvP, dann extra Schaden machen oder extra Leben haben oder extra XP generieren. Steht alles noch, ist alles noch nicht bekannt, leider. Okay, ja, ist noch ziemlich früh das Spiel, ne? Genau. Und hier zum Beispiel könnt ihr sehen, wenn ihr euch die Eier kauft, die Drop-Chancen, die da rauskommen können. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Rare Egg, die liegen momentan immer so bei 74 bis 76 Dollar das Stück. Und wenn ihr dann eine 18-prozentige Chance habt und einen Fisch rausholt, der nur 19 Dollar oder 20 Dollar kostet, ist natürlich ärgerlich, aber hättet auch für die 70 Dollar euch einfach direkt Fische kaufen können, hättet ihr safe gehabt. Mhm. Und ja, das ist jetzt
meine Herangehensweise, der Kollege von mir, der Swaggy, der kauft nur Eier momentan. Und der hat zum Glück auch gute Pulls gehabt mit Legendary Chroma Fischen und. Und ja, wird noch spannend. Sehr schön. Leg das Spiel offen, welche Wahrscheinlichkeiten du hast bei den Eiern? Die Wahrscheinlichkeit, dass da Chroma rauskommt, soll angeblich 50% sein, also jeder zweite Fisch. Und wenn du dann auch einen Common-Chroma-Fisch hast, dann ist der auch wieder 50-60% mehr wert als ohne Chroma. Also kann man den auch schon mit einem blutenden Auge oder einem weinenden Auge dann besser verkaufen, wenn man den nicht will. Welchen Vorteil bringt ein Chroma-Fisch? Chroma-Fisch bringt dir eigentlich nur Prozente bei Korallen, die du verdienst. Zum Beispiel hier ist ein Chroma-8er-Fisch, der hat 8%, ist das Schlechteste, was man haben kann. Mhm. Und der gibt hier Chroma-Bonus nochmal 8%. Okay, Entschuldigung. Kein Problem. Also die 8% sind eigentlich nur, muss ich jetzt mal gucken, ob die jetzt schon drauf addiert sind. Ja, die sind schon drauf addiert. Weil das ist die gleiche Muschel ohne Chroma mit dem gleichen Level und die macht 0,504 und die andere macht 0,544. Pro Füttern, ne? Oder genau, für jedes Meal steht ja da. Genau, jedes Mal füttern. Das wären 6-mal füttern und das wären 0,24 Korallen circa, die du dann durch den Chroma-Fisch am Tag mehr machst. Okay, und ich sehe jetzt gerade schon, der ist Level 3. Genau, das bringt auch schon mal mehr Level. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Also es bringt ja auch mehr Korallen dann, ne? Je höher das Level ist. Zum Beispiel hier habe ich einen Level 1er Seestern, der bringt 0,916. Gibt es einen, der bringt 0,61 auf Stufe 2 und so weiter. Hier ist der Stufe 3er. Der bringt schon eine Koralle. Und ich habe leider keinen 4er momentan. Aber hier zum Beispiel mein 5er bringt 0,1 fast. Also 1,1 ja. Korallen. Sogar eine Koralle dann pro Füttern. Genau. Und dann gibt es noch Gilden. Ja, das habe ich gerade gesehen. Das wäre meine nächste Frage. Das ist eigentlich das allererste, was ihr machen solltet, wenn ihr anfangt, weil dann gibt es automatisch 21% mehr Korallen. Kommt natürlich auf die Gilde an, wo ihr drin seid, aber 21% sind schon ziemlich saftig, finde ich. Merkt man auf jeden Fall. Das ist schon auf jeden Fall einiges, ja. Ja. Und wir sind momentan auch mit unserer Gilde hier im Aufbau. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch sehr gerne einfach der Gilde hier beitreten. Ja, ich wollte sowieso einen Game-Channel zu Coin2Fish machen. Und ja, dann können wir da ja einfach, ich nenne es jetzt mal Bewerbungsverfahren, hin verlegen. Und da können die Leute dir dann schreiben und ja, du lädst sie dann in die Gilde ein. Genau. Ich denke mal, das ist am einfachsten. Genau. Dafür müsst ihr eigentlich nur von der MetaMask hier den Account-Namen, den Code quasi einmal schicken, damit wir den einfügen können. Weil hier seht ihr auch die 788 und das hier bin ich, 788. Das ist der Code, den man dafür braucht. Genau, deine Public-Adresse quasi von der MetaMask. Genau. Ja, sehr cool. Was sind denn deine täglichen Aufgaben? Wenn du jetzt, wir sagen, du hast gesagt, 8:30 morgens, du machst den PC an, was ist deine Vorgehensweise? Wie spielst du dieses Spiel? Ich gucke erstmal, wann die Fische fertig sind, ob die jetzt schon Hunger haben oder ob die jetzt noch ein, zwei Minütchen haben. Dann gucke ich meistens hier auf dem Markt bei den Items, bei dem Futter, bei wie viel die momentan stehen. Und sehe hier, momentan kosten die 6 pro 20er Stack. Könnt ihr auch mal drauf achten, manche verkaufen auch 25er oder 21er, dann macht ihr manchmal einen kleinen Schnapper mit. Hm? Und ja, dann könnt ihr euch hochrechnen. Auf 20, das wäre 0,3, was einen Seetang quasi kosten würde in der Fütterung. Und könnt aber währenddessen auch gucken hier, okay, 0,3 mal 5, weil hier der Charcoal Stick bringt dir 5 Items, da bist du natürlich nochmal 0,036 Korallen, machst, sparst du dann ein.
Und dann kann man sich die Items quasi günstiger selber angeln. Und ja, würde ich einfach empfehlen, immer Preise vergleichen. Was günstiger ist, wenn Futter günstiger ist, kauft euch lieber das Futter. Und wenn die Angeln günstiger sind als das Futter, dann kauft euch lieber die Angeln. Okay, also du kannst... Ja, Entschuldigung, du kannst eine Angel dann 5-mal benutzen und kriegst dann immer, jetzt in dem Fall, einmal Seaweed, 2-mal Brot und einmal die Pumpkin-Suppe. Genau, und dann als 5. Slot sind hier die Korallen. Da hat man auch noch eine 10%ige Chance drauf auf 0,305 Korallen. Ja, sehr cool. Und das kannst du wiederum an die Fische verfüttern. Also musst du am Anfang erstmal... Und das, was ich geangelt habe, kann ich direkt wieder verfüttern, genau. Ah, okay, du kannst jede Angel einmal benutzen, ne? Jede Angel benutzt du einmal, aber gibt dir dann dementsprechend viele, viele Gegenstände. Ja. Zum Beispiel hier die Stick with Thread ist nur ein Item und würde dir 0,3 pro Item kosten. Hier der die Fishing Rod kostet 0,885 und gibt dir 3 Items. Okay. Nur der Charcoal Stick bringt dir 5 Items und ist halt am effizientesten hier somit. Ja, verstehe. Dann gibt es rechts noch Lotterietickets. Kannst du dazu was sagen? Weißt du da was zu? Ja, momentan gibt es eine Lottery, wo du BNBs gewinnen kannst, aber ich würde sagen, kauf dir lieber Fische als Lotterietickets. Bist du auf Nummer sicher, verlierst kein Geld. Genau. Wenn ihr Bock habt zu gamblen, dann macht das. Aber sonst. Genau, dann kauft kauft die Eier. Aber ich rate davon ab. Ja, hier zum Füttern. Ihr geht eigentlich nur hier auf den Fisch, unten auf das Rädchen. Sucht euch euer Futter aus. Hier die Äpfel bringen, wie gesagt, 10, Seaweed 5, Red 15 und Pumpkin Soup bringt ihr 20. Und da der Fisch schon relativ hoch ist und jetzt ganz viel braucht, gebe ich dem Seaweed. Weil es sich einfach nicht lohnt, wenn ich da jetzt das gute Futter reinstecke. Und level damit lieber meine Low-Fische ab, damit die schnell höher kommen, damit ich schneller Ertrag raushole. Ja, ich versuche das gerade noch zu beobachten. So, du hast da jetzt Seaweed, davon wird dann einer verbraucht, ne? Genau, nee, das kommt halt drauf an hier. Die Kammenfische, die verbrauchen ein Food. Und die Ankammen, die verbrauchen 2 Food. Dann gibt es noch, hiernach kommt Rare, danach kommt Super Rare, das hier ist zum Beispiel ein Super Rare, danach kommt ein Epic und dann Legendary. Also jede Kategorie hat quasi eine Nahrungsquelle, brauchen die mehr. Ein Futtermittel. Okay, verstehe. Und das gibt auch wiederum dann Erfahrungspunkte. Genau, das Futter bringt die Erfahrungspunkte hier zum Beispiel. Beim nächsten können wir sehen, das hat 825. Ja. Ich fütter den jetzt mit dem Apfel. Hat er 835. Okay. Also es dauert schon eine Weile, bis die Fische dann auch hochleveln, ne? Ja, dauert. Also die obere Reihe, hier die habe ich mir, glaube ich, mit Level 1 gekauft, wo die ganz, da hat die, glaube ich, nur 20 oder 30 XP drauf gehabt. Und nach 18 Tagen sind die halt jetzt schon auf Level 3. Lohnt sich schon. Super. Und wird es denn jetzt dann sagen, es macht mehr Sinn, Fische zu kaufen als Eier oder andersrum? Ja. Also ich bin auf der Seite, lieber Fische kaufen, günstig gucken. Am besten hier die Ankauen, die gibt es auch für $35, könnt ihr welche bekommen, wenn ihr flink seid. Aber ja, das sind dann 1-2 Tage mehr Füttern, die ihr dann da rausholt. Sonst was gibt es noch zu sagen? Ja, vergleicht am besten die Preise, wenn ihr Korallen über habt, wo in welcher Kategorie die Fische sich momentan aufhalten. Und jede Stufung hoch sind etwa, kann man so grund sagen, so $20. Sprich, ein Super Rare ist 80, ein Rare wäre 60, Ankamen 40 und ein Kamen wäre bei $20. Oder Legendary wäre dann bei 120 und Epic bei 100. Aber das kann man jetzt nicht so sagen, weil die
alle komplett andere Preisvorstellungen haben. Nur die Kammen und Ankammen sind etwas stabil bei dem Preis. Okay, interessant. Aber hört da nicht auf mich, einfach selber vergleichen. Könnt ihr euch ja hochrechnen mit einfach dem Korallenpreis durch die gefragten Korallen auf dem Markt. Würdest du Anfänger dann empfehlen, erstmal ordentlich Futter zu angeln für eine Weile? Damit Nein. Einfach gucken, dass euer Futter gerade so reicht für die jetzige Ladung, weil es kann sein, dass jetzt die Äpfel 6 Korallen kosten auf 20 Stück und in den nächsten Tagen fällt die Koralle oder steigt der Korallenpreis so sehr, dass jetzt hier ein Apfel dann nur noch 2 kostet, dann hättet ihr wieder umsonst ja Korallen ausgegeben. Dann hättet ihr jetzt für den neuen Preis quasi das Dreifache an Äpfel bekommen. Also sprich, würdet ihr dann auch wieder länger brauchen, um das wieder einzufahren. Genau, also der Korallenpreis passt sich immer dem Real-Life-Coin-Preis an. Und deshalb immer nur das Nötigste kaufen und ja auch mal Korallen halten, ne? Falls man mal was dann verkaufen will, auszahlen will. Genau. Aber die werden dann ja normal dann auch mehr wert mit der Zeit. Je mehr Spieler das Spiel spielen. Also ich habe es auch sehr gerne so gemacht, wenn der Korallenpreis gesunken ist, sprich von 30 auf 24 Cent, habe ich an dem Tag einfach die ganze Zeit Korallen gefarmt, weil ihr kriegt, wenn der Preis von der Koralle quasi runtergeht, kriegt ihr mehr davon und könnt den quasi dann den Drop mitnehmen und haltet den dann einfach, bis der wieder hochgeht und kriegt dato einfach mehr für eure Korallen. Sprich, ja. ihr würdet jetzt 180 heute machen, weil er so runter ist, aber morgen macht ihr wieder nur 90 oder 100, weil er hochgestiegen ist, könnt ihr trotzdem mit euren 180, wenn der Preis oben ist, dann circa 2 Fische kaufen. Und wenn er sonst im gleichen Vergleich unten wäre, hättet ihr vielleicht nur einen. Oder wenn es hochkommt, einen und am nächsten Tag wieder eingekauft. Aber das ist auch jetzt eine gute Strategie, dass ihr einfach alles, was ihr an Korallen überhabt, einfach wieder reinsteckt. Weil nach jedem Fisch macht ihr extra mehr und beim nächsten macht ihr mehr und beim nächsten macht ihr mehr. Ich habe angefangen, ich habe jeden Tag einen Kammenfisch gemacht, roundabout. Und nach 10 Tagen konnte ich mir jeden Tag einen Ankammen holen. Sprich, ich mache jeden Tag so 40 bis 45 Dollar. Aber die stecke ich wiederum direkt rein in neue Fische, die ich mir hochzüchte und dadurch wieder mehr Einkommen habe. Ja, also momentan investierst du alles. Genau. Momentan Maximalgrenze ist bei 65 Fischen. Deswegen, wenn ich bei 65 Fischen angelangt bin, muss ich auch darauf achten, dass ich dann andere Fische ja verkaufe. Oder wenn bis dato was eventuell bald rauskommt, können wir jetzt hier vorne mal, irgendwo hatten die Roadmap. Hier vorne. Ah ja. Und zwar Fusion System. Das wird sehr wahrscheinlich so sein, das kann man hier auch bei der Wiki gucken, müsste irgendwo Fusion System stehen. So, und das hier ist das wie besagte Fusion System, und zwar kannst du dann aus einem Level 1er Fisch, also einem Ankamen und einem Rare, ja zum Beispiel einen Super Rare craften. Hm? Also die werden dann, einer wird dann quasi geburnt oder wird begraben und es entsteht nur noch ein Fisch daraus. Und die sollen angeblich, wie man hier sieht, eine 75-prozentige Chance haben, dass sie Chroma haben. Das ist okay. Skin Color, vermute ich mal. Aber sonst könnte ja auch Chroma stehen, ne? Also man weiß es eigentlich nicht genau. Aber man weiß auf jeden Fall, dass man bald Fische zusammencraften kann. Und so würde sich eventuell auch meine Strategie ändern, dass ich die Fische halte und die dann einfach am Ende einfach alles zusammencrafte. Mhm. Und dann habe ich auch wieder mehr Platz und müsste dann nicht, wie hier auf dem Marktplatz, zeig jetzt mal, wenn ich auf meine Fische gehe und ich würde die verkaufen wollen, habe ich eine 3-prozentige Fee, die ich zahlen müsste. Sprich, ich würde dann wieder 3 Korallen
Oder jetzt in dem Fall, wenn ich die für 130 verkaufen würde, würde ich dann 4 Korallen bezahlen, nur damit es auf dem Marktplatz ist. Aber wenn der Fisch nicht gekauft wird, müsstest du nochmal, ich glaube 8% sind das, dass du dir dem aus dem Marktplatz, hier vorne, wäre dann zum Beispiel der Fisch aufgelistet, wenn er noch drin wäre, und würde dich 8% kosten von dem Preis, wo es drin steht, um das rauszukaufen wieder, damit du den hast. Okay, das soll einfach nur dafür sorgen, dass nicht jeder die Fische zu unnatürlichen Preisen listet. Und so bildet sich auch eine Stabilität, ne? Dann geht keiner hin und schlägt einfach 20% auf den Preis, weil er dann wahrscheinlich am Ende selber sich da wieder rauskaufen muss, ne? Ganz genau. Ja. Deswegen auch, wenn ihr Fische verkaufen wollt, verkauft die lieber eine Koralle drunter oder zum normalen Preis, weil es kann sein, wenn der dann wieder komplett steigt, sinken die Preise von den Fischen und ihr bleibt einfach komplett drauf sitzen. Und das lohnt es sich nicht, dann würde es sich eher lohnen, günstiger direkt loswerden und ihr könnt dann euch neue Eier kaufen oder ja, neuen Fisch. Ja, sehr cool. Ja, genau, was wir vorhin besprochen haben ist, die haben etwa das Spiel ein bisschen entschleunigt, sage ich es mal höflich, weil du jeden Tag, bis später, mein Schatz, siehst super aus. Schöne Grüße. Vielleicht, ciao. Schöne Grüße von Krypto, wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Genau, wir hatten vorhin schon mal drüber geredet, wie das Team versucht, den Coin zu stabilisieren, ne, damit es nicht so extreme Preissprünge macht. Da kannst du mehr zu erzählen. Genau, und zwar, wenn du heute reingehst und sagst, du nimmst 400 Euro mit, hast die 400 Euro dann hier über auf der rechten Seite aus den Tokens, dann hättest du hier oben die Tokens stehen, kannst dann einfach exchangen, damit dir die Korallen hier bei CoinToFish drin hast. Und die haben das gemacht, dass du jeden Tag, also startest mit 75% Actual Fee, sprich, wenn du jetzt sagen würdest, mit 400 Euro, ach, das Spiel gefällt dir nicht, und nimmst die 400 Euro, willst du jetzt komplett rausnehmen von, also jetzt in den nächsten paar Minuten, müsstest du 75% zahlen. Aber jeden Tag, wo du quasi die Sachen bei CoinToFish drin hast, sinkt die Fee um 5%, bis die auf 5% stehen bleibt. Sprich, die ganzen Leute, die dann sagen, hey, ich habe jetzt dick Kohle gemacht am ersten Tag, weil die irgendwie super lucky mit Eiern waren, die können nicht am ersten Tag direkt auszahlen, weil die einfach 3/4 von denen an Transaktionen zu CoinToFish zurückzahlen würden. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall interessant und ich denke auch eine gute Möglichkeit, um den Preis relativ stabil zu halten. Ist ja sowieso schon schwer genug. Und wie eben angesagt, die Fischpreise passen sich auch komplett an. Also als ich eingestiegen bin am 2.11., da hatte ich, ich glaube, 24.000 Korallen. Und die wären jetzt, keine Ahnung, 8.000 Euro wert. Aber da ich in Fischen investiert hatte, sind die Fische halt, haben die immer den gleichen Preis gehabt und sind halt jetzt nur, anstatt 1.800 Korallen, sind die jetzt bei 120, 130 Korallen. Also der Preis passt sich komplett an und ist eigentlich somit das Safeste, was ich jetzt gerade hier so gesehen habe, weil du einfach immer den konstanten, gleichen Wert jeden Tag rauskriegst. Okay. Ja, super interessant auf jeden Fall. Und wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass die Fische sind keine NFTs. Keine NFTs, nein. Aber es wird sich sehr wahrscheinlich auch ändern, was ich mir vorstellen kann. Ja, weil verstehe. Die sind jetzt gerade erst seit 4 Wochen, sind die jetzt gerade erst auf dem Markt oder seit 4,5 Wochen. Und ja, das kann ich jetzt hier mal zeigen. Hier vorne schon sieht man, die haben am 19.10. haben die angefangen, also vor 31 Tagen. Und bei dieser Kurve sieht man schon, da ist schon ein bisschen Vertrauen hinter, finde ich. Ja, sind auf jeden Fall in der Zeit ein paar Leute eingestiegen. Genau. Und ja, man muss halt auch warnen, ne? Es kann auch genau wieder in die andere Richtung gehen. Ne? Es heißt nicht, dass der Kurs jetzt immer weiter stabil nach oben geht, aber es ist auch noch Luft nach oben da.
Ne, also genau, aber wenn der Kurs nach unten geht, kriegt ihr wie gesagt auch mehr Korallen. Und im Endeffekt macht ihr trotzdem heute genau das gleiche, was ihr morgen macht, wenn der Kurs nur bei, ja, keine Ahnung, 8 Cent, 7 Cent wäre. Macht ihr 1 zu 1 das gleiche, macht ihr einfach das Fünffache an Korallen bei jedem Füttern. Mhm. Ja, deswegen, super interessant. Also genau. Aus rein steuerlicher Sicht ist das sogar besser, dass das keine NFTs sind, weil sonst hättest du immer eine Transaktion, die du auch noch bezahlen müsstest auf der Binance Chain. Und so hast du ja überhaupt keine Transaktionskosten. Du hast nur einmal rein und einmal raus. Das war's. Genau, und dann bezahlst du nichts fürs Füttern, sondern du kriegst halt nur die Korallen und die kannst du dann wieder als Währung in den Coin umtauschen. Ne? Ganz genau. Das heißt, man spart... Du chainst quasi die Korallen, chainst du zurück in die Tokens und ja. Die Tokens, die kannst du dir... Das ist quasi hier 1 zu 1 der Coin-to-Fish-Token ist das. Ja, das ist sehr gut gelöst, weil sonst hättest du ohne Ende Transaktionen. Das würde viel länger dauern, als es jetzt der Fall ist. Und man hätte halt echt die ganze Zeit diese Steuern, die dann anfallen würden, ne, auf hier eingekauft, da mit Gewinn verkauft und darauf bezahlt zu Steuern. Aber so hast du dann einfach nur eine Auszahlungstransaktion und das Ding ist geritzt. Ne? Das ist echt eigentlich super entspannt. Ganz genau. Und wie gesagt, das Spiel ist super entspannt. Einfach vom Schlafen gehen, einmal füttern. Dann nach dem Aufstehen, nach 8 Stunden, könnt ihr dann einmal füttern. Und dann einmal nachmittags. Ja. Ist wenig Arbeit mit sehr viel Gewinn momentan. Und das müsst ihr nicht nur auf dem PC spielen, sondern ihr könnt auch euch einfach die MetaMask aufs Handy runterladen. Und dort in der MetaMask könnt ihr auf den eigenen Browser gehen, dann auf Coin2Fish und könnt dann auch mobil eure Fische einfach dann füttern. Wissen die wenigsten, weiß glaube ich gar keiner momentan, aber ist möglich. Das ist ein guter Trick, falls man auf der Arbeit sitzt. Genau, weil die haben hier angegeben, dass die hier mobile launchen. Ist noch nicht angehakt, aber kann man trotzdem schon. Ja, dann werden die wahrscheinlich eine eigene App oder was rausbringen. Und jetzt kannst du es halt über den MetaMask-Browser spielen. Genau. Ja. Ja, also ich denke mal, das Gröbste haben wir geklärt. Es gibt noch einen Affiliate-Code, ne? Falls ihr mit dem Spiel starten wollt, also grundsätzlich investiert immer nur das, was ihr auch bereit seid zu verlieren. Ne, ist Krypto, da kann alles passieren. Und wenn ihr Lust auf das Spiel habt, gibt es noch die Möglichkeit 6%? Genau, 6%, aber ist momentan nur auf die Eier. Also die Eier, die Angeln kosten immer noch das gleiche, nachdem ihr den Code eingegeben habt. Okay. Also kann ich jetzt zum Beispiel mal zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Code nehme, kann ich nicht kopieren, super. Ja, den haue ich dann auf jeden Fall unter das Video. Den könnt ihr dann eingeben, kriegt dann Rabatte auf Eier. Und ja, schadet ja nicht. Du wirst damit unterstützt oder ist das ein Gildenlink, dass die Gilde unterstützt? Nee, ich werde damit unterstützt. Okay. Weil hier der Gildenleader gesagt hat, ich soll den unbedingt auf mich laufen lassen. Ja, ist doch schön. Und du kriegst dann... Alle 100 Eier, die gekauft werden, kriegst du eins gratis. Also, ganz genau. Das ist geschenkt. Und für euch ist halt wichtig, dass ihr dann 6% auf die Eier bekommt, falls ihr den Code benutzt und ja, einsetzt. Und vorhabt, Eier zu kaufen. Ja, du hast ja auch ehrlich gesagt, kauft euch lieber Fische. Dann habt ihr den Spatz in der Hand, anstatt der Taube auf dem Dach, wie man so sagt. Und ja, aber... Wenn ihr eine Chance auf einen hohen Fisch haben wollt, müsst ihr halt das in das Ei investieren. Genau. Und nur für euch als Info, ich habe mir roundabout ausgerechnet, ihr zahlt 40%, 35-40% zahlt ihr an Futterkosten. Sprich, ihr macht am Tag 100 Korallen und zahlt davon 35-40 Korallen an Futter. Das dürft ihr auch nicht außer Acht lassen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum eure Fische auf einmal nach 5 Wochen oder 6 Wochen noch nicht abbezahlt sind. Aber geht schon sehr schnell. Sehr cool. Ja, grundsätzlich kann man ja wirklich sagen, da geht es ja irgendwann um das exponentielle Wachstum. Na, wenn du dann wirklich deine Fische immer wieder reinvestierst und dann Fische von der Raritätsstufe 4 bekommst, episch oder legendäre dann irgendwann hast, die dann viel mehr Geld bringen. Ja. Das sollte das Ziel sein, nicht auf Commons rumzuhängen,
Oder beziehungsweise kommen hat ja damit nichts zu tun, sondern dass du die Fische levelst und ja, dann mehr pro Füttern bekommst am Ende. Ganz genau. Ist auch eigentlich am Anfang ist komplett egal, ob ihr Commons, Uncommons habt. Einfach füttern und jedes Füttern bringt euch was. Ja, das Endgame wäre dann quasi, dass du alles voll mit oder 65 Fische auf Legendary hochgelevelt hast und ja, und dann ein gutes Einkommen genießt, hoffentlich. Genau. Ja, man muss halt das wirklich die Arbeit reinstecken, ne? Ja, das ist, also ist viel, ist nicht viel Zeit, was man reinsteckt, aber dieses Dranhalten, alle 8 Stunden, ja. Das ist schon manchmal ein bisschen stressig, aber wenn man so Geld verdient, macht es schon Spaß. Ja, also ich kenne das auch von einem anderen Spiel, da musst du alle 12 Stunden einmal eine Interaktion machen und ich mache das immer so, dass ich mir den Timer auf dem Handy immer auf 12 Stunden stelle und dann wirst du auch immer dran erinnert. Und dann hast du immer die Info, okay, dann machst du das schnell und dann ja, kannst du es wieder zur Seite legen an sich, ne? Du musst ja sonst nichts machen. Ja, das Game, das bringt einem guten Tagesrhythmus bei. Immer schön morgens machst du aufstehen, damit die Fische gefüttert werden, dann kann der Tag richtig starten. Ja. Ja, ich brauche meine 10 Stunden Schlaf, also für mich ist das Spiel schon mal nichts. Mittagsschläfchen. Ja, gut, ich denke, dann haben wir über alles Wichtige geredet. Genau. Es gibt noch einen Trailer zu einer Art Metaverse, das da rauskommt. Und es soll so ein 3D-Spiel werden, ne? Kannst du ja mal gerade zeigen. Genau. Trailer können wir mal unten reinhauen. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen beschleunigen. Genau, mache ich jetzt. Also momentan ist halt diese Angelanimation, die es jetzt momentan gibt, die wird halt komplett ersetzt mit dem jetzigen Angeln. Ach so. Du kannst dich auch mit Freunden da hinsetzen, kannst gemeinsam angeln. Ah, okay. Also das Klassische ist jetzt nur eine Übergangslösung. Das ist eine komplette Übergangslösung, weil die sonst noch nichts hatten. Ach, und du kannst dir sogar ein Gesicht einfügen. Ja, du kannst hier Skins einfügen, kannst auch andere Klamotten anziehen. Na gut, dann ist es wiederum so, dass wir wahrscheinlich noch sehr früh in dem Spiel sind. Also sehr, sehr früh. Ne, das, wenn das wirklich so ein Game wird, wo du mit deinen Freunden zusammenspielen kannst oder zusammen angeln kannst, dann, oder ist noch viel Luft nach oben, sagen wir es mal so. Ja, ich überlege auch in den Coin zu investieren. Aber vielleicht warte ich noch auf den Dip. Aber mal sehen, ja. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Also ich habe auf jeden Fall eine gute Vorstellung, wie dieses Spiel jetzt funktioniert und ich denke, die Leute, die das Video komplett geguckt haben, auch. Und ja, entscheidet selbst. Wenn, benutzt seinen Code, dann kriegt ihr noch Prozente. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Evil. Sehr gerne. Und ich gebe vielleicht noch so ein kleines Tutorial, wie man dann diesen Channel aktiviert auf dem Crypto Games Deutschland Server und da können die Leute dann einfach in den Chat schreiben oder dir auch direkt und du nimmst die Leute dann auf oder wie machen wir das? Genau, einfach mich anschreiben, scheiß Evil auf Discord, bin Gaming Moderator. Ja, genau. Und ja, einfach anschreiben mit dem Code und ich lade euch direkt ein. Ja, sehr cool. Oder auch bei Fragen einfach stellen oder mich anrufen und ich helfe euch weiter. Ja, Evil ist wirklich einer der hilfsbereitesten Menschen, die es so auf dem ganzen Server gibt. Gehört auf jeden Fall mit vorne dazu. Und ja, bei ihm seid ihr auf jeden Fall in guten Händen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann auf dem Server sehen. Da kann man sich ja dann auch austauschen. Genau. Alles. Gibt's alles Wichtige. Also, mein Lieber, danke dir. Sehr gerne. Und euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Den wünsche ich dir auch. Und ja, wir sehen uns dann mal im nächsten Video. Oder hören uns im nächsten Video. Perfekt, ich danke dir. Mach's gut, ciao, ciao. Ich danke dir, ciao, ciao. So, Freunde, wie versprochen, noch in der Nachbearbeitung. Falls ihr neu auf den Server kommt, landet ihr hier auf dem Willkommensdisplay. Dann habt ihr hier entweder den Shortcut Crypto Games aktivieren oder hier links. Und hier habt ihr eine Auflistung aller Kryptospiele. Und wenn ihr diese aktivieren wollt, müsst ihr hier nach der Nummer schauen. Hier in dem Fall ist das Block 8.
Nummer 5. Klickt ihr hier auf Nummer 5, um links die Kategorie zu öffnen oder überhaupt freizuschalten, damit ihr das seht. Ne? Das ist nicht so unübersichtlich wie bei mir. Ihr aktiviert oder ihr seht nur die Spiele, die ihr wirklich auch aktiviert. Und falls ihr sie nicht mehr sehen wollt, dann könnt ihr sie auch einfach wieder wegklicken. Ja, dann schließt sich die Kategorie wieder. So, und dann habt ihr hier einmal die News, beziehungsweise die ganzen Social Media Kanäle und die News, die dann kommen zu dem Game. Und einmal den Chat, einen ganz frischen Chat. Und hier seht ihr auch schon Evil, ne, den könnt ihr dann einfach anschreiben, beziehungsweise hier im Chat euch melden, dass ihr in die Gilde aufgenommen werden wollt. Und da kriegt ihr ja auch diesen Gildenbonus von, ich glaube 21% waren es, auf eure Füttereinnahmen quasi. Ja, dann wisst ihr alles, was ihr braucht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann hören wir uns im nächsten Video und viel Spaß bei Coin to Fish.